So, Hallöchen, und heute jetzt schon die zweite Map. Jo, willkommen auf der Bad Kovo. Die gab es zwar schon im 17er, jetzt gibt es ja auch für den 19er. Sie wird angeboten bei Alice Mod Company. Dort Link ist unten wieder in der Videobeschreibung. Draufklicken, angucken. Lest euch auch mal das durch, was dort auf der Seite steht. Könnte interessant sein für manche. Denn die Felder sind hier sehr, sehr viele Felder. Ich weiß es momentan nicht, wie viele Felder es sind. Ich gehe irgendwo bei 150 rum aus. Ja, 151 sind sogar noch ein bisschen mehr. Dann sind wir bei 155 Felder hier insgesamt, wenn ich das jetzt richtig gelesen habe. Ja, genau. Viele, sehr, sehr viele schmale Felder. Die kann man wohl auch irgendwie zusammenlegen. Schreibt der Modder auch, wie das funktioniert. Beziehungsweise auf der Seite steht alles. Es ist eine Beta 1.0 wohl, also können noch Fehler drin sein. Ceiling Singleplayer hat sie wohl keine Fehler, steht zumindest auf der Seite. Bei Multiplayer konnte er es nicht sagen, deshalb, jo, genau, wenn er einen Fehler findet, dort bitte bei ihm melden. Jo, also hier die Bad Kobo, Link wieder unten in der Beschreibung. Wir sind ja wieder auf Leicht, als Farmer. Und die Karte ist 1, knapp 1,2 Gigabyte groß. Also nicht gerade wenig. Es könnte jetzt sein, dass hier welche Gebäude eventuell fehlen, weil ich gewisse Packs nicht drauf habe. Genau weiß ich es jetzt aber nicht. Deshalb könnte ja auch bei dem einen oder anderen vielleicht noch ein bisschen anders aussehen, die Karte. Aber wir machen das einfach so. Es sind auch Karotten, Zwiebeln und so weiter dabei. Und hier geht es wahrscheinlich gleich voll weiter. Kopfsweise, ihr seht ja selber. Genug, muss ich noch Sachen hier. Jo, was haben wir hier? Wie gesagt, 155 Felder. Hier gibt es dann diese wieder Höfe, verschiedene Höfe, wie es aussieht. Ja. BGA ist hier. Hier steht nochmal wohl ein Hof, ein Schafweide, Futtermischsilo, Spinnereishop verbaut, Viehhändler. Hier die großen Höfe dann mit Hofsilo, nochmal ein Hofsilo, nochmal ein Hofsilo, Tankstelle, Hühner, Futtermischsilos, Tankstelle, Pferdestall und so weiter. Seht ihr selber die Symbole. Hier ist einiges geboten hier. Genau. So, Sägewerk hier noch. Was gehört uns momentan? Das Feld 85 gehört uns und sonst gehört uns gar nichts momentan. Was kosten die Felder so? Ihr seht selber. Ich würde sagen, das sind wieder Parzellenkäufe hier. Alles wieder voll im Rahmen. Wir werden uns gleich die Felder auch mal kurz angucken. Hier der ganze Hof. Völlig okay. Ja. So, jetzt, wo war es? Die BGA versteckt. Die war doch hier auch irgendwo. Das ist die Scheune. BGA hier. Da die BGA selber kostet 45.000. Ja, alles sehr günstig. So, wir haben, wenn er die Karte startet, nicht erschrecken. Es kommt wie ein Hubschraubergeräusch, denn da oben fliegt er nämlich schon rum. Jetzt hört man zum Beispiel gar nicht, aber wenn man die Karte startet, man hört's. Nicht erschrecken. So, Fahrzeuge sind die hier momentan hier auf der Karte verfügbar. Ja, das habt ihr schon mal beim Start, ne? Als Farmer Modus. Und das war's dann. So, hier ist der Hof. Das sind noch keine Geräusche hinterlegt von der Tür. Okay. Aber zum Durchfahren auch eine super Idee. Hier sind auch noch Unterstände hier. Hier ist gleich ein Feldweg. Ah, jetzt hört man ihn. Genau. Die suchen wohl jemand, also mich nicht, aber ja. So. Tor geht auf. Hier stand wohl. Na? Hallo? Pferdestall vermutlich verbaut, wie es aussieht.
Genau. So, was haben wir hier noch Schönes? Ah, okay. Gucken wir mal, wie es hier drin aussieht mit den Pferden. Pferdestall ist hier. Genau. Gut. So, hier haben wir wie gesagt die Unterstellmöglichkeiten und ich glaube, hier haben wir dann noch ein Silo. Hier standen wohl noch die. Was ist das jetzt hier für ein Häuschen? Ah, der Hühnerstall, der kleine. Ah, okay. So. Dann ist das hier wohl auf der Seite schon mal erledigt. Gehen wir mal kurz darüber. Hier ist noch ein kleines Feld. Hier ist auch noch Hofgelände. Das sieht ein bisschen neuer aus hier. Ah, hier sind's. Okay, ja, Lagerhallen. Oder Schüttguthallen wahrscheinlich, keine Ahnung. Mensch, sind wir da oben ruhig. Jetzt komme ich hoch. So, hier haben wir noch ein Silo. So, hier haben wir auch noch. Okay. Das sind dann auch wohl Durchfahrhallen. Und hier gibt es dann auch noch eine Halle. Und hier stehen schon ein paar Gerätschaften von uns. Genau, hier steht auch schon unser Drescher drin. Auch ein älterer Drescher schon. Hier Unterstellmöglichkeiten. Hier nochmal ein Silo. Okay. Alles ein bisschen verwirrt hier. Aber trotzdem gut gemacht. Das scheint jetzt wohl ein neuer Hof zu sein, ne? So, okay. Dann gucken wir uns das Ding jetzt mal von oben an. Okay. Ah, okay, jetzt gibt es ein Bild, ja. Und ihr seht jetzt gleich schon überall kleine Felder. Ganz schmale Felder vor allem. Aber man kann wohl das auch ganz einfach wohl auch zusammenlegen, habe ich jetzt schon gelesen. Ich meine, ich weiß, dass man die zusammenlegen kann, vermutlich. Aber das ist doch schön gemacht hier. Dann die Windmühle hier verbaut. Hier das ganze Hofgelände. Das sind dann wohl mehrere Höfe zusammen hier. Was denn jetzt wieder los? So, jetzt gehen wir mal kurz darüber. So, hier haben wir noch mal einen Hof, wie es aussieht. Hier haben wir einen Sendemast, ein großer. Das sind ja Abladestellen und so weiter hier verbaut. Das drüben ist auch Rotkohl verbaut. Zumindest sieht es so aus. Und wie gesagt, überall die schmalen Felder hier. Ist auch schön bunt hier alles. Hier ist Sägewerk verbaut. Hier sind zwei Hubschrauber, drüben fliegt noch mal einer. Da ist ja richtig was los hier. So, hier haben wir wieder. Wie ihr seht, guckt mal hier. Ja. Aber so sind die Felder vielleicht dort auch. Das kann durchaus sein. Ich finde es jetzt nicht schlecht. Das kann man sich dann sogar am Singleplayer hier geben, wahrscheinlich. Ne? Hier ist dann der nächste Hof. Hier sind auch ein paar Abladestellen und ein Schweinestall müsste das sein hier. Wir schauen mal kurz ums Eck. Das ist dann wahrscheinlich der Schweinestall hier. Oh, jetzt stehe ich direkt im Beet. Ups. Wir gucken mal. Geht es hier? Oh ja, gut. Schweinestall in groß. Na? Okay. Das ist wieder so ein Hof. Hier ist schon das Futtermisch-Silo.
auch noch Abladestellen, Unterstellmöglichkeiten, noch ein Silo hier. Genau, das ist ja halt praktisch hier der Schweinemastbetrieb. Genau. Also wie gesagt, ich würde sagen, die Map kannst du auch als Singlespieler spielen hier. Aber so zweit geht es auch ohne Probleme. Bedingt durch die Feldgrößen. Ist aber auch schön gemacht, muss man also wirklich sagen auch. Gut, dir fällt in der Maprand, aber das ist bei vielen Karten ja so, dass es, ja, es muss ja irgendwas hin, als Mapgrenze irgendwie, finde ich. Deshalb ist es jetzt auch nicht schlimm. Oh. Hier, wie gesagt, oh, hier haben wir noch die BGA verbaut hier. So, die sieht dann so aus. Sieht schon schön aus, wenn man so drüber guckt. Das Bunte hier an den auf der Karte, die bunten Felder, hier sind immer wieder Rotkraut oder so. Ich glaube zumindest das Rotkraut, hier sind Kartoffeln drin. Hier sind Sojabohnen, Sonnenblumen, jetzt gucken wir mal hier drauf. Baumwolle, Rotkohl. Ah, Rotkohl, okay. Kann ja ein bisschen Forst betreiben. So, was haben wir hier denn Schönes noch? Das ist der Viehhändler. Das ist ja ein riesiger Viehhändler. Hier. Okay. Ja, also ich würde mal sagen, hier ist Tabak verbaut. Durch die Multifrucht macht es hier Multi, ja, mit den mehreren Fruchtsorten macht es hier schon mehr Sinn hier auf jeden Fall, auf einiges Sinn. Ist ja auch gut so hier. Ja, was soll ich jetzt noch groß sagen? Hier haben wir noch ein paar Wohnhäuser verbaut, Wohnhaussiedlungen. Genau. Gibt es noch Abladestellen. Hier gibt es auch noch die Kuhweide hier. Die dürfte dann die Kuhweide sein hier. Nun einige Lagerhallen hier, beziehungsweise Unterstellmöglichkeiten. Genau. Was haben wir hier noch Schönes? Das dürfte dann eigentlich, manche würden sagen Scheune. Es ist die Scheune, okay. Hinten hat es noch Gewächshäuser drin. Richtig. Da steht jetzt aber nichts dran. Sägewerk ist hier auch irgendwo noch verbaut. Hier drüben. Oder waren wir ja vorher schon. Jo. Jetzt könnt ihr eure eigene Meinung darüber machen. Also ich finde das jetzt nicht schlecht hier, muss ich echt sagen. Durch die kleinen Felder hier. Und da es ja eh noch eine Beta ist. Mal gucken, was dabei noch rauskommt, wenn er komplett fertig ist hier. Ich bin gespannt. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Bis denne und ciao. Ja. Du bist auch tschüss sagen, gell? Ich denk's mir. Okay, also bis denne mal und ciao.